Willkommen in der digitalen Zukunft. Hervorragend. Für die Leute, die es nicht mitgekriegt haben sollten, seit Anfang dieser Woche ist sowohl auf dem 3DS als auch der Wii U der eShop komplett geschlossen, nicht mehr zugänglich. Klar, falls ihr euch vorher Sachen gekauft haben solltet, dann könnt ihr diese Inhalte weiterhin runterladen auf euren Systemen, aber es ist nicht mehr möglich, Titel zu kaufen oder eben auch DLC zu kaufen oder sonstige Inhalte, die irgendwie extra in dem Store geholt werden müssen. Das ist jetzt alles nicht mehr verfügbar und die einzige Möglichkeit bei vielen Sachen, ne, bei manchen, okay, wir können eben noch auf die physischen Gebrauchtversionen zurückgreifen, die gerade im Fall vom 3DS bei vielen Titeln jetzt nochmal immens ansteigen. Also, falls ihr im Vorfeld nicht rechtzeitig darauf geachtet haben solltet, gewisse 3DS-Titel zu holen, also vor allem gewisse Rollenspiele oder auch so manche andere Sachen, wie zum Beispiel ein Professor Layton vs. Phoenix Wright, was schon, ich glaube, vorletzte Woche auf über 100 Euro war und jetzt einfach nur noch weiter im Preis steigen wird. Das heißt, falls ihr euch darum nicht gekümmert haben solltet, beziehungsweise, ne, klar, man kann eben nicht das ganze Geld dafür aufbringen, sich dann irgendwie alles zu holen, aber es wird in dem Fall nur noch extremer werden. Das Sammeln, gerade für den 3DS, wird definitiv ein bisschen anstrengender und bei der Wii U sieht man eben auch schon, dass bei gewissen Titeln dann langsam die Preise steigen. Zum Glück gibt es da von den, zumindest von so diesen Hochkarätern von Nintendo, von den meisten Sachen auch Switch-Ports, die man stattdessen spielen kann. Leider sind immer noch so ein paar Sachen da drauf gefangen, vor allem Xenoblade Chronicles X, wo ich nicht verstehe, warum es davon keinen Port gibt. Aber auch solche wunderbaren Perlen wie Devil's Third, was gerade die US-Version, ich glaube, das ist mit das teuerste Wii U-Spiel, was es gibt, jetzt nur noch weiter im Preis dann irgendwie steigen wird. Aber ja, das ist nicht mehr möglich, auf die Sachen zuzugreifen. Und die einzige Option, die einem bleibt, und ich finde, da sollte auch niemand noch irgendwie versuchen, überhaupt gegen zu argumentieren, ist eben die Systeme zu hacken und sich dann die Titel anderswo zu besorgen und darauf zu spielen. Weil wenn einem die Option nicht mehr gegeben wird, das Ganze überhaupt zu kaufen, und ich meine bei anderen, ne, ich meine selbst im Fall von Gebrauchtiteln, man gibt einfach nur anderen Leuten, die sich das vorher geholt haben, das Geld. Da geht nichts an die Entwickler oder an sonstige Publisher zurück. Wenn man das Geld nicht haben möchte, wenn man die Sachen nicht mehr länger im Store irgendwie anbieten will, wenn man teilweise nicht mal irgendwelche Deals oder so gemacht hat. Das ist noch echt ein Ding, wo ich nicht drauf klarkomme, dass so viele Firmen gar keine Enddeals gemacht haben. Und selbst Leute, die es gemacht haben, wie beispielsweise ein Atlas, die haben auch nur die Titel im Angebot gehabt, die vorher schon die ganze Zeit immer und immer wieder im Angebot waren, aber andere Spiele dementsprechend nicht. Und dann musste man die auch entweder für den Vollpreis noch kaufen oder es eben sein lassen. Und dann denke ich mir eben auch, okay, cool, ich muss irgendwie für so ein bestimmte Shin Megami Tensei-Spiele jetzt 100 Euro bezahlen und mehr, wenn ich die nicht habe. Ich habe keine Möglichkeit mehr, die irgendwie zu kaufen. Ihr wolltet nicht mal zum letztmöglichen Zeitpunkt, an dem ihr damit noch irgendwie Geld verdienen könnt, den Preis reduzieren bei vielen Spielen. Dann denke ich mir halt auch, fuck it. Also wirklich, Leute, jetzt ist die Zeit gekommen, eure Systeme zu hacken, zu modifizieren und das dann eben selber in die Hand zu nehmen, eben was auch die Spielepräservation angeht. Das ist die einzige Möglichkeit, wie man es eben langfristig dann wirklich noch verfügbar machen kann. So, ich liebe auch das, was zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Leute das Video gesehen haben, das kann ich auch nochmal verlinken, vom Completionist, der die komplette, zumindest die nordamerikanische, ne, ich glaube jetzt nicht, dass sie an PAL-Sachen oder an Japan-exklusive Inhalte gekommen sind, eben auch weil es eben auf dem 3DS nur für die jeweilige Region immer geht, aber zumindest aus dem nordamerikanischen Store haben sie alle Spiele, alle DLCs, alle Inhalte auf dem 3DS runtergeladen und eben auch auf der Wii U und die beiden Systeme inklusive eben auch der ganzen runtergeladenen Spiele dann an die Video Game History Foundation gesponsert, die das Ganze nicht einfach jetzt nur nutzen wollen, um eben eine physische Präservation dieser legal erworbenen Kopien zu haben, sondern das Ganze auch dafür nutzen zu wollen, diese verfügbar zu machen über Seiten wie das Internet Archive, dass man genau wie Bibliotheken teilweise dann auch Online-Versionen von Büchern oder anderen Sachen zur Verfügung stellen, das eben auch mit Spielen gemacht werden kann. Dass man sich dann, ne, weil die Nutzung von beispielsweise irgendwelchen Emulatoren oder eben auch den originalen System, wo man sich dann drauf machen kann, das ist ja vollkommen legal. Das ist ja vollkommen in Ordnung, in seine,
seine eigenen Geräte eben zu bearbeiten. Und wenn es dann darüber für viele Leute einfacher wird, an, in Anführungszeichen dann, in dem Fall ja, was heißt in Anführungszeichen? Nee, in dem Fall wären das ja dann sogar legale Versionen dran zu kommen, die sich eben sozusagen auszuleihen. Es ist hervorragend. Aber darauf sollte man nicht pochen. So, obwohl das wichtig ist und ich auch die Arbeiten daran stark unterstütze, sollte man dennoch gewillt sein, das in die eigene Hand zu nehmen und dann eben seinen 3DS und eben auch seine Wii U zu modifizieren. Und ehrlich gesagt auch mit allen anderen alten Systemen. So, ihr könnt nur dadurch gewinnen, diese Systeme frei verfügbar zu machen, zu öffnen und dann eben auch Spiele darauf zu holen, die eh nicht mehr verfügbar sind, die gar nicht mehr gekauft werden können in den meisten Fällen. So, die wenigsten Sachen irgendwie von einer PlayStation 2-Ära können noch auf der PS3 digital erworben werden oder eben auch auf der PS4, PS5, wo sie sowieso scheiße laufen und ich das auch gar nicht einsehe, dafür irgendwie noch Geld hinterher zu schmeißen für Dinge, die nicht funktionieren und die ich eben auf originaler Hardware wesentlich besser spielbar machen kann. Also nehmt das eigentlich auch als Ansatz um eure ganzen alten Systeme. Ne? Sobald das ein Legacy-System ist und es keine Möglichkeit mehr gibt, diese Titel außerhalb vom Gebrauchtmarkt zu erwerben, und das gilt halt auch nur für Titel, die physisch veröffentlicht wurden. So, auch beim 3DS und bei der Wii U gibt es genügend Spiele, die nur digital verfügbar waren. Und das gilt erst recht für DLC. Und die Sache ist ja, das wusste ich ja auch gar nicht, dass es bei dem 3DS teilweise so unnötig nervig war, dass man, du konntest keine DLCs über den eShop kaufen. Das ging nicht. Du konntest die Spiele suchen, du konntest dann da drauf gehen und wie bei jedem anderen Store, normalerweise, dass dann angezeigt wird, hier ist DLC, wie das ja auch bei der Wii U der Fall ist in dem eShop, musste man stattdessen in den Spielen selber eine Art eShop besuchen, um dann die Sachen zu kaufen. Und bei manchen Spielen musste dieser Shop erst freigeschaltet werden. So, es gibt Spiele, die musste man durchspielen, komplett, bevor du überhaupt in der Lage warst, den DLC dafür zu kaufen. Also so nervig ist das. Und wie gesagt, ich kann auch nur das Video vom Completionist empfehlen, weil generell vor allem auf dem 3DS diese ganzen Titel zu kaufen und runterzuladen, absolutes Pain in the Ass nur. Und auch deswegen, guckt einfach, dass ihr euch darum kümmert. Ich bin definitiv nicht die beste Anlaufstelle, um anderen Leuten zu erklären, wie man das am besten macht, weil ich einfach kein Experte bin. Also nicht mal, ich würde mich nicht mal als Laie bezeichnen, so sehr, wie ich mich eben auf diese ganzen Tutorials verlassen muss. Aber ich weiß zumindest, wo ihr solche Tutorials gut finden könnt. Das heißt, ich habe unten ein paar Videos sowohl zum 3DS als auch zu der Wii U verlinkt und das ist beides sehr einfach, relativ angenehm. Also gerade der 3DS ist wirklich, ihr müsst nur gucken, dass ihr eben hauptsächlich eigentlich, okay, SD-Karte und eine Möglichkeit, das ganze Ding eben zu lesen und zu bespielen. Und sobald ihr das habt, dann ist der ganze Vorgang, also selbst wenn ihr noch nie, wenn ihr das Video anklickt, euch das einmal anseht und dann Schritt für Schritt das Ganze irgendwie befolgt, dann ist das maximal eine Stunde oder so, die man damit beschäftigt ist. Und ich bin ein Volltrottel. Ich bin ein absoluter Vollidiot, wenn es um solche Technik-Sachen geht. Jeder meiner Freunde kann das bestätigen, weil sie irgendwann mal irgendetwas bei mir troubleshooten mussten. Vor allem, weil ich ziehe technische Probleme an. Ich finde Probleme, die vorher nicht existiert. Wenn ein Gerät irgendwie kaputt gehen kann, dann finden meine Finger die Möglichkeit, das irgendwie hervorzuzaubern. Und selbst ich hatte überhaupt gar keine Probleme, diese Systeme eben zu softmodden, zu hacken in dem Fall und dann eben die Titel drauf zu spielen. Es ist auch relativ einfach, da dran zu kommen, wo man die Spiele dann, ne, falls ihr irgendwie, aber Björn, wo hole ich denn dann die Sachen her? Ich will jetzt auch nicht direkt den, einfach so aus Sicherheitshalber, den Link posten, aber guckt einfach mal, was ihr findet, falls ihr nach einem mega ROM-Thread auf Reddit sucht. Schaut einfach mal, gebt einfach mal die Begriffe bei Google ein und ich glaube, ihr solltet sehr schnell eine zuverlässige Seite finden, auf der ihr problemlos an diese ganzen Titel dann drankommen könnt. Eben auch aus sicherer Quelle, keine Sorge, aber die Links zu den einzelnen Videos habe ich auf jeden Fall unten zur Verfügung gestellt und ich würde einfach nur allen Leuten empfehlen, das also letztendlich jetzt tatsächlich zu machen. So, ich bin auch Sammler, ich weiß das. Ich habe zum Glück selber eine sehr ausführliche 3DS und Wii U-Sammlung von den Titeln, die mich interessieren. Also ich brauche keine Spiele für diese Systeme kaufen, die mir egal sind oder die ich schon auf anderen Plattformen eben habe. Aber auf der Wii U habe ich beispielsweise alle Spiele physisch, die mich interessieren. Das habe ich schon vor ein paar Jahren gemacht. Und bei dem
3DS sind es auch die meisten. So, ich habe ein paar Titel, gerade aus der frühen Ära, ein paar Rollenspiele eben verpasst. Das sind so 4-5 Spiele, die ich vielleicht noch gerne hätte, die halt aber leider auch über 100 Euro kosten und dementsprechend, okay, ja, spiele ich es eben so. Vielleicht irgendwann kommt man mal dazu, sie sich in die Sammlung reinzuholen, weiß ich nicht. So, ne, das heißt nicht, dass man dementsprechend, du kannst gleichzeitig die Spiele physisch sammeln. Du kannst auch gleichzeitig dann, während sie aktiv verfügbar sind, so, ich habe auch selber genügend Sachen im eShop gekauft, aber trotzdem, um komplett auf die ganzen Sachen Verfügung eben zu haben und jetzt vor allem, wo sie nicht mehr kaufbar sind, gibt es absolut keinen Grund, dafür noch irgendwie gegen zu sein. So, das Einzige, was ihr macht, ist die Stiefel von irgendwelchen Firmen lecken. Das ist das Einzige, was ihr macht. Firmen, die ihre Gelder dafür einsetzen, die Copyright-Rechte immer weiter und stärker in ihre, ne, auf ihre Seite zu ziehen. So, alle 10 Jahre klagt Disney wieder rum, dass sie dann das Copyright-Recht nochmal um 10 Jahre nach dem Tod des ursprünglichen Schöpfers wieder rausziehen können. So, nehmt euch da selber raus, was ihr könnt, ganz ehrlich. Das ist, falls ihr solltet da nicht auf irgendeine Propaganda oder so reinfallen. In der Situation gibt es absolut nichts Schädliches daran. Holt euch die Spiele, eckt eure Systeme, holt euch alle möglichen Sachen dafür, genießt die Titel. Ne? Ich bin eher dafür, die Sachen dann zu spielen, Sachen verfügbar zu machen und eben auch eine gewisse Wertschätzung. Und ich kann euch garantieren, dass gerade von Entwicklern, deren Spiele dadurch jetzt verloren gehen, dass die keinerlei Probleme haben werden, wenn ihr euch diese Titel auf solche Arten jetzt besorgt und dann zumindest spielt. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendjemanden gibt, der lieber einfach keine Leute hat, die das Spiel spielen, anstatt jetzt darauf irgendwie so zuzugreifen. Also deswegen schaut mal unten in die Beschreibung. Ich habe alles verlinkt. Ich habe euch auch gesagt, wie ihr relativ einfach auf die Quellen für die ROMs stoßen könnt. Und ansonsten habt einfach Spaß damit. Genießt den 3DS, genießt die Wii U. Beides fantastische Systeme. Ja, gerade die Wii U hatte vielleicht nicht die beste, erfolgreichste Laufzeit und eben viele der Sachen sind auf die Switch portiert worden, teilweise sogar in besseren Versionen jetzt. Aber es ist trotzdem ein super cooles Gerät und eben auch ein Gerät, was durch diese Freischaltung des Hackens einfach so viel mehr möglich gemacht wird. Also so viele Kapazitäten, die das, oder sagen wir mal, Optionen hardware-technisch, die damit möglich waren, die ihr dadurch dann eben auch frei verfügbar nutzen könnt. Wie beispielsweise eben auch auf einer Wii U dann GameCube-Spiele drauf spielen. Also von daher, macht das einfach, genießt es und nutzt es als Wertschätzungsmöglichkeit, diesen Teil der Videospielhistorie, der Nintendo-Historie nachzuverfolgen und gerade eben Leute, die nicht die Möglichkeit hatten, währenddessen aktiv zu sein, währenddessen das Geld zu haben, sich diese Sachen zu kaufen, so, warum sollten solche Leute dann, oh, es ist aber scheiße, dass du zu einem Zeitpunkt irgendwie geboren warst, nach dem 3DS erst oder beziehungsweise, dass du so spät geboren wurdest, dass du keinerlei eigenes Geld hattest, um dir die Titel dann selber zu kaufen. Und so, oh, get fucked, nee. Ich finde, wir sollten das möglichst allen Leuten zugänglich machen, jetzt gerade eben auch zur Präservation von Spielen. Also, Leute, hackt euren 3DS, hackt eure Wii U, es ist super einfach, spielt die ganzen Sachen, habt Spaß damit und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann.